So. Okay, dann holen wir uns mal den hier oben, den Bauplan, und dann gucken wir mal, wo wir hingehen mit den erweiterten Schaltkreise. Genug Rohmaterial dafür müssten wir ja noch haben. Der braucht ja bloß Kupfer. Was ist das? Schaltkreise und Plastik. Mehr braucht er ja nicht. Das sollte ja klappen. Ja. Zug. Gut, dann schauen wir uns den hier mal. Das hier kann weg. Danke. Oh ja, vielleicht mit Zügen. Warte mal, wir warten mal, bis die Züge wieder da sind. Kann ich die Züge mitkopieren? Das wäre eigentlich egal. Nee, brauche ich nicht. Kann die Züge dann manuell machen. Aber gleich beidseitig ausladend. Wen denn? Doch hier alles. Das passt doch hier so, wie es ist. Würde ich sagen. Bin ich hoch genug? Ich glaube, so ist das in Ordnung. Okay, der Bogen hier oben ist komisch und das hier, ich lasse den Asche mal und gucke mal, was ich damit tue, aber. Passt der nochmal hier rein? Nee, ne? Hier passt garantiert nichts mehr rein. Ich könnte das hier oben versuchen. Allerdings ist hier diese Kreuzung. Wobei, so viel fährt er nicht mehr lang. Sind wir mal ehrlich. Die Kreuzung hier hat sich ganz schön entschärft im Laufe der Zeit. Also wir brauchen Kunststoff, der ist hier oben. Hier, um genau zu sein. Das Ding hier ist Unsinn, kann eigentlich weg. Vielleicht passt es da oben hin. Geh mal kurz gucken. Wo? Da oben. Hier so, pass auf. Also das hier ist ja erledigt. Und kann jetzt weg. So, schmeißen wir das weg. Bupp. Soweit, so gut. Kann das hier hin? Das Ding hier. Das sieht nicht so aus. Das ist nämlich doch sehr groß. Gerade so, dass ich das sehe. Der könnte hier hin. Allerdings würde ich den Platz hier vielleicht lassen für andere Ölproduktion. Weil der jetzt nicht so gut reinpasst, wie ich das gehofft hatte. Hier hin vielleicht. Rechts passt es nicht. Das ist in Kollision. Ist es? Habe ich gar nicht gesehen. Aber ich verlasse mich da auf euch. So, wir könnten hier versuchen. Garantiert auch zu groß. Ja, es ist. Was ist denn das hier überhaupt? Achso, das ist die Ölverarbeitung. Wir könnten den hier so dran machen. Passt ja gerade so, ne? Komm, machen wir mal. Wir probieren das mal. Wobei, hier klappt's nicht. Oder? Disney. Muss den hier mal wegnehmen. Doch, es passt. Fantastisch. Okay, naja, dann kommt der jetzt hier hin. Nur Strom im Weg. Ja, hast du recht. Den Strom hier mal wegruppen.
So, und nochmal neu einfügen. So, wunderschön. Ja, da baue ich jetzt das Kupfer weg, aber das... das Kupfer ist nicht ganz so schlimm. Cool, dass das hier gerade so hinpasst. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das Abholen machen. Und wo wir die Module herkriegen, um das aufzubauen. Wäre auch nochmal eine Überlegung, die man sich überlegen könnte. Aber ich sehe auch, wir sind zeitlich schon wieder sehr fortgeschritten. Also mal gucken. Das hier werden wir wahrscheinlich nicht mehr... Naja, gut. Da auch geachtelt. Ja, ist er. Ich glaube, wir machen das Ding hier noch fertig. Nicht mit den, sag schon. Mit den Modulen, weil bis wir die Module zusammen haben, ist Weihnachten. Aber ansonsten machen wir den schon mal fertig. So, dass der auch schon mal Zeug holt und so. Das wäre ganz nice. Okay, was fehlt hier ungefähr? 800 Band. 300 Tunnel. 300 Dingsbums. 200 davon. Jede Menge Kisten. Gott, das will. Gut. Gehen wir mal auf den Weg. Machen wir uns mal auf den Weg und holen mal so ein bisschen was von dem Gedöns. Abholung im Kreisel, ja, so ungefähr wird es wahrscheinlich auch werden. Muss man noch genau überlegen, wie. Aber das kann man dann machen, wenn es läuft. Wir müssen es erstmal zum Laufen kriegen. Und ja, wie gesagt, die Module ärgern mich so ein bisschen, dass die so langsam sind. Ansonsten sind wir heute echt gut vorangekommen, finde ich eigentlich. Das war schon effektiv, was wir hier so vonstatten gebracht haben. So, dann brauchen wir jetzt aber auch wieder Speed-Module. Hier sind ja noch ein paar, habe ich mir sagen lassen. Nehmen wir mal so ein paar Speed-Module mit. Ein paar Dutzend. Das ist das Spiel etwas im Idle. Ja, das könnte man machen. Zumindest, dass die, dass wir wieder Module rankriegen. Wäre auf jeden Fall wichtig, ne? Aber ich bin ganz froh, dass die FPS immer noch ganz gut sind. Also, was heißt ganz gut? Sie sind noch nicht im 20er Bereich. 30 ist zwar nicht gut, aber es ist immerhin noch erträglich. Wobei es immer eine Umstellung ist von 120 auf 30, aber man gewöhnt sich dann dran. Und bei dem Spiel hier macht es ja jetzt nicht so den Unterschied. Da kann man auch mal mit 30 zurechtkommen. Aber Dirt könnte ich nie mit 30 spielen. Aber Dirt hatte ich heute schöne Fahrten. Überlegen wir mal, vielleicht streame ich Dirt euch, mit euch auch mal. Aber ich weiß noch nicht, wo ich das Mikro dann hinpacke. Weil hier, wo das Mikro ist, ist dann das Lenkrad. Deswegen müsste ich das Mikro irgendwo anders hinmachen. Und dann muss man das aber... Ja, weiß ich nicht. Ich dächte hier das Gelenk knicken, dass das Mikro hier so runterkommt. Aber, ja. Wie gesagt, bin ich mir noch nicht sicher. Muss ich mir nochmal überlegen und mal gucken, was ich da genau mache. Was wollte ich? Wir brauchen Tunnels. Alter, der Tunnel ist kein Problem, ne? Baut er ohne Ende. Da hat er gar keine Hemmung. So, hiervon brauchen wir 3 Reihen ungefähr. So, haben wir. Okay, Greifarme haben gefehlt. Das weiß ich. Stack-Greifarme. Nee, das Lenkrad ist hier unten. Aber... die Kabellage und der, ja, das Mikro geht ein Stück nach unten, weil hier ja der, oh, sag schon, wie hieß denn das Ding? Popfilter dran ist.
Der Popfilter und das Kabel vom Mikro. Hast du genug Band dabei? Nee, natürlich nicht. Danke nochmal. Das wäre ja auch zu cool gewesen, wenn ich genug Band gehabt hätte. So, dann holen wir uns nochmal Band. 800 oder so war da die Marge. Wir können gleich noch viel mehr mitnehmen, weil die Verbindungslinien müssen ja auch noch gezogen werden. Und daher hier, sei mal großzügig. Nicht wie bei arme Leute. Ist ja nicht wie mit den komischen Produktionsmodulen, wo wir nichts von haben. So, auf. Ich wette, wenn wir jetzt hier das, die erweiterten Schaltkreise fertig haben, dann wird es gleich an irgendwas anderem mangeln. Bin ich mal gespannt, wo wir dann wieder ausbauen müssen. Aber das ist im Moment relativ cool eigentlich. Was ist denn hier kaputt? Ja, ist es nicht. Eine Lampe oder so ein Zeug. Ach hier, der hier. Ne, hier waren wir weg. Stromschalter war dann noch. Aber hier ist ja ein Stromschalter, der die ganze Anlage regelt. Das reicht uns ja. Oh, hier, wie der Wartebahnhof einfach leer ist. Das ist gut. Das ist echt gut. Hier, das funktioniert und arbeitet. Haben wir genug? Ja, haben wir. 10.000 noch. Das ist alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Wollte ich schon in ein Zeug bringen. Noch gar keine Kisten da und nichts. Einmal frei. Mist, und ich hab keine Eisenkisten mit. Ja, bau die mal da oben bitte hin. Die Eisenkisten. Ja, setz die gleich mit Stahlkisten. Davon habe ich nämlich noch welche. Ich muss gucken, welche schon gesetzt sind. Nämlich die hier. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sollte die nicht mit der verbunden. Ja, genau. Das ist das, was mich sonst auch immer erwischt. Jetzt kann ich hier, wenn die Kabel nämlich schon da sind, dann kannst du auch einfach überschreiben, ohne dass es Probleme gibt. Aber wenn die Kabel noch nicht da sind, dann musst du das lassen. Oder besser gesagt, ich muss das dann lassen. So, jetzt. Was ist hier? Hier ist wieder kein Kabel. Gründen. So, jetzt ist aber hier das ganze Ding durchverbunden, oder? Ja, es ist. Der wird noch leer gemacht, ist in Ordnung. Okay, er hier unten. Hätte gerne auch noch Stahlkisten. Dann ist er nämlich auch glücklich und zufrieden. Ausgezeichnet, hier fehlt noch der Bahnhof. Warum funktioniert der Bahnhof? Ach so, weil er den Namen nicht mit übernommen hat, ne? Wo ist denn hier der Bahnhof? Genau. Der heißt Route 3. Route 3. Strich, was ist das? Kupfer. Kupfer. Dankeschön. Okay. So, dann brauchen wir noch zwei LTN-Bahnhöfe. Super, wir können bloß innen bauen, weil wir kein Eisen haben. Warum fährt er jetzt hier nicht weg? Weil hier blockiert ist. Aus irgendwelchen Gründen. Ha, warum ist hier blockiert? Was denn das? Hier noch Unsinn ist. Jetzt. Jetzt düster von dann. Das Ding hier brauche ich gar nicht, ne? Das hat ja gar keine Bewandtnis. Dann machen wir das mal weg. Aber der Rest, der passt so. Okay.
Gut, dann kommt jetzt hier wenigstens schon mal das Zeug an. Hier unten können wir die Kisten ersetzen. Wir müssen gleich mal gucken, dass die Kisten dann auch durchgängig sind. Hier ist dasselbe Problem haben wir oben. Ja, das ist durchgängig. Das ist auch durchgängig. Okay, wunderbar. Wo hat er denn mir? Ach jo. Du bist Plastik. Okay. Rote 3. Rote 3. Wunderschön, haben wir auch. Zwei Züge sind unterwegs und mehr dürfen auch nicht. Ist ja begrenzt hier. Maximale Zugzahl 2. Damit es keinen Stau gibt und Gedönse. In Ordnung. Okay, dann müssen wir nochmal kurz heimgehen und neues Zeug holen. Was fehlt denn noch alles? Warte mal. Ein kleiner mehr holen. Also es fehlen immer noch ein paar von den Effektverteilern. Auch fehlen Speed-Module. Es fehlen, ja, Band fehlt und immer noch ein paar Tunnel. Also hier fehlt doch noch ein bisschen was. Ich habe gedacht, Zug kommt wegen Signal nicht raus. Ja, habe ich gesehen, danke. Hast doch die falschen gebaut. Die falschen was? Was habe ich denn falsch gebaut? Falschen Bahnhof oder was? Ne, Bahnhof war glaube ich richtig. Ich weiß nicht, was habe ich denn jetzt falsch gebaut? Aber eigentlich müsste das jetzt passen. Hoffe ich. Ich hoffe eigentlich immer, dass es passt. Und am Ende, naja, gut, das sagen wir mal, meistens passt es ja auch. Passt schon? Ah, es ist ja, sag ich ja. Passt schon. Einwandfrei. So, ich lasse mich mal ganz kurz beliefern und dann gehe ich runter, hole mir die Tunnel. Genau. Der hier fehlte, wie gesagt. Ja, eigentlich die Produktivitätsmodule auch. Hey, wir haben ja schon ein paar. Nicht viele, aber immerhin. Ja, ich gehe dem mal ein bisschen entgegen. Dass die nicht so weit müssen. Die armen Kleinen. Schaffen die sonst, ne? Bei rote 3 Plastik kommt kein Zug raus. Mhm. Doch, müsste rauskommen. Ich meine, der Ene hat schon ausgeladen und es ist weg. Also, das passte. Ja, dass die Spielgeschwindigkeit immer langsamer wird, ist echt nervig. Aber ich habe es probiert. Mit dem Mod, der die Spielgeschwindigkeit anpasst, dann stimmt die Produktion nicht mehr. Also jetzt ist ja hier volles Eisen, ja genau, volle Eisendinger gehen in vollen Stahl rein und da sind die Bänder voll, die blauen. Wenn ich dann den Mod drauf mache, dass das alles schneller läuft, dann sind die Bänder nicht mehr voll. Also das stimmt irgendwas nicht. Deswegen habe ich den noch wieder rausgemacht. Ja, das sieht nur blöd aus da. Dem Öl nicht sparsam sein. Nee. Nimm alles mit, alles. Alles nehmen. Es hatten noch Tunnel gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Bänder haben, glaube ich, auch ein paar gefehlt, ne? Die nehmen auch nochmal mit. Dann noch ein paar von den Dingern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Mach mal so. Und dann gucken wir mal. Da fehlt eh noch viel mehr, weil wir keine Produktivitätsmodule haben. Also das ist ja, da kommen wir ja jetzt gerade auch nicht drum rum. Da muss das Spiel ja schon wieder idle laufen. Trau mich nicht. Ich habe Angst. Angst um mein Leben. Ich habe schon wieder, also ich darf es jetzt nicht so laut sagen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe schon wieder einen Stream überlebt, ohne über den Haufen gefahren worden zu sein. Das ist schon stark.
Es ist aber auch manchmal knapp gewesen. Aber heute haben sie mich nicht erwischt. Zeig euch natürlich den. Ach, mach mal nicht. Mach mal nicht. Nur die Schwimmflügel vergessen, genau. Nur immer baden gegangen, Zimmer. Hier sieht's gar nicht so schlecht aus mit Produktivität, sag mal. Achso, naja, hier links ist genug da, ja. Aber hier rechts nicht. Insgesamt fehlen noch. Hier fehlen immer noch Effektverteiler. Nee, fehlen keine Effektverteiler mehr, okay. Ja, ich habe auch noch 6 einstecken, genau. Das würde keinen Sinn machen. 3 blaue Kisten in LTN-Bahnhof. Eine Lampe in komischer Kombinator. Ach nee, das ist LTN. Die Lampe auch, stimmt. Stromschalter noch. Ja, theoretisch läuft der dann jetzt hier schon los, ne? Der kann jetzt schon arbeiten. Was wir jetzt hier machen müssen, ist nochmal überprüfen, dass der Stromschalter funktioniert. Okay, ja, genau, das Ding kriegt jetzt keinen Strom. So, er macht was, wenn P gleich 0 ist. Was zur Hölle, P gleich 0? Es ist doch P gleich 0. Hier ist doch kein... Doch, hier ist ein P1 drauf. Ach ja, weil hier noch leer ist. Ja, wurde jetzt aber gerade geliefert. Schaltkreise sind das. Dann muss ich mir nochmal den... Ding benennen. Rote 3 grüne. Okay, genau, den hatte ich vergessen. Und dann können wir hier mal den Output schon mal machen. Frage ist, wie machen wir den? Ich habe keine Ahnung. Frage ist, wie macht man den? Antwort, keine Ahnung. Es ist immer vielversprechend. Machen wir mal, ja, machen wir mal. Hier ist der Strom im Weg. Strom, geh weg. Meine Strom ist noch da. So, das funktioniert soweit. Ist nicht super cool, aber was soll's. Brauchen wir auch einen LTN-Bahnhof, wenn ich mich nicht irre, ne? Kann mal das Ding da kopieren. Das Ding hier. So, viel Spaß, genau. Müssen wir bloß die Anschlüsse schaffen. Jupp. Anschluss. Ist das irgendwo gebalanced? Nö. Einmal frei. Okay, wir brauchen einen Balancer. Den kriegen wir bestimmt da auch noch irgendwo her. Ist doch bestimmt hier einer drinne. Na klar. Den wir nicht sehen. Nehmen wir halt den hier. Bei den sehen wir wenigstens. So, Balancer. Darf man sich natürlich nicht entgehen lassen. Das hier rennen. Das hier rennen, das da rennen. Das da rennen. So, wir bräuchten ein Strömchen. Und ein LTN-Bahnhöfchen. Hier ist schon mal LTN. Hier kannst du Strom haben. Oh nee, mach doch nicht sowas. So war das nie gedacht. Hier weg. Okay, wir brauchen ein grünes Kabel. Von hier, nach da. Ja, genau. Er hat leider denselben Namen gekriegt, das ist rote Out3 jetzt. So, dann passt das nämlich. Das ist nicht denselben Namen. Hallo, du hast nicht mehr denselben Namen, danke. Gut.
Und er macht Pause, wenn über 200.000 sind. So, wir machen nochmal Bergbauproduktivität. Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Pyro. Eng ist hier aber kein dehnbarer Begriff. Stimmt, angekratzt wird man auch. Und Zug mit roten Fläschchen geschrottet. Ja, das ist wahr. Das war ein Spaß. Gut, dass es bloß rote Fläschchen waren. Die sind noch relativ günstig. Wenn das weiße Fläschchen gewesen wären, da. Puh. Das wäre schon teurer Spaß. So, wie sieht's hier aus? Komm. Wir brauchen noch 200 von den komischen Modulen. Wie viele brauchen wir hier unten noch? Hier bei der Forschung. Da fehlen nicht mehr viele. Das geht. Aber wir brauchen. Ja, hier ist auch kein. Da ist kein Radar. Sag mal. Warte mal, hier auch ne. Hier ist auch kein Radar gesetzt. Frevel. Ja. Radar. Wird man hier wenigstens ein bisschen was sehen. Okay, dann gehen wir mal zu den anderen Produktionen von roten und von grün. Denn da ist auch kein Radar. Da hätten wir aber auch gerne Sicht gehabt. Fast wäre es wieder passiert. Aber hier, meine epischen Reaktionen haben ein Unglück verhindert. Ja, okay. Vielleicht hatte ich auch Schwein, dass ich es rechtzeitig gesehen habe. Wo müssen wir hin? Es hat ja auch schon oft genug gepasst, dass meine epischen Reaktionen dazu geführt haben, dass ich überhaupt erst im Zug gelandet bin. Ich würde jetzt die zu viel drauf geben. Wo sind denn die? Na schnell, die wollten mir was abnehmen. Ich wusste gar nicht, dass die so eine Kiste haben. So, hier ein Radargerät. Und da unten noch ein Radargerät. Achso, das Radargerät funktioniert dann nur, wenn der hier gerade Strom hat. Das ist ja nicht so cool. Warte mal, dann pack den Radar mal dahin. Und den Radar hier hin. Und dann haben die wenigstens immer Strom. Und dann kann ich mal gucken, wie viel hier unten noch fehlt. An roten. 266. Und ja, uns fehlen ungefähr 500, vielleicht 550 Module. Das ist schon eine Hausnummer. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Um das jetzt mal gesagt zu haben. Ich habe hier hinten das Radar genauso beknackt gesetzt. Warte mal, nee, hier. Das Radar sitzt nämlich auch genau dort, wo dann kein Strom mehr ist. Dolle Wurst. Kann ich gleich nochmal umändern. So, gebt mir eure Module. Alle, bitte. Wenn ihr die grünen Fläschchen brauchen jetzt nicht unbedingt sofort Module. Aber die roten Schaltkreise schon. Die sind wichtig. 150 im Minus. Boah. 150.000 im Minus. Passt. Die Oberbefehlshaberin kommt gerade. Und meckert, dass ich noch nicht fertig bin. Echt, musst du früh raus? Wohin denn? Achso, schon wieder. Ja. So ist das. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich eh Schluss mache. So. Und zwar stellen wir jetzt einfach nochmal das Radar richtig hin und dann würde ich auch sagen, machen wir Schluss für heute. Haben sie ja auch geschafft, ist ja schon nach 11. Und wir haben eigentlich auch einiges geschafft diesmal. Wir waren recht produktiv, muss ich zugeben. Das Einzige, was nie produktiv ist, sind die Produktivitätsmodule. Die sind einfach zu lahm.
Ja, keine Ahnung. Was ist denn hier los? Er steht einfach bloß da. Er steht auch da. Das gefällt mir gerade hier nicht. So, weil jetzt wir hier rein wollen zum Abholen. Na gut, der hier ist gleich fertig. Dann geht das. Da gleich Zwehe kommen. Ich dachte, mit LTN passiert das nicht, aber scheinbar manchmal schon. Wahrscheinlich einfach bloß nicht häufig. Noch ein paar Robis mehr. Und einmal Skynet hinzufügen. Was ist denn Skynet? Da reicht uns dort oben aber nicht. Reicht es nicht? Klar reicht es. Doch in Ordnung. Willst du mich platt fahren? Nö, willst du nicht. Das ist in Ordnung. So, das Radar stellen wir einfach hier unten hin. Weil hier ist immer Strom. Aus Terminator-Filme. Die kenne ich nicht. Weil ich nämlich übelster Filmgucker bin. Kenn den Actionfilm. So, aber damit machen wir jetzt für heute Schluss hier. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Samstag hier wieder. Eventuell mache ich zwischendurch nochmal einen Stream, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, wenn ihr mir gefollowt seid, dann werdet ihr ja mitkriegen, wenn das hier losgeht. Von daher, macht's gut und bis bald. Ciao.